Natürlich, wie immer, Pfeilspitze hatte ich auch schon gehabt. Da ist er. Jawohl, Freitas ist auch da. Der klingt immer so schön. So, weißer Thun, Käfer, eingelegte Süße. Oh. Eingelegtes. Warum hat er nie seltene Saat, wenn ich sie immer brauche? Ich verstehe das nicht. Er hat immer seltene Saat gehabt. Immer. Und dann habe ich auch gesagt, 1000 Gold für eine seltene Saat, für eine einzige. Und die braucht auch eine ganze Jahreszeit zum Wachsen. Und dann, wenn ich sie immer brauche, nö, wollte es ja nie welche. Ich komme mit rein. Wir müssen dafür sorgen, dass der Hof niedlich ist. Das könnte wichtig sein. Richtig, Schatz? Niedlich? Warum sollten wir einen niedlichen Hof haben? Weg da! Weg da. So, ich hau mich hin. So, jawoll! Boah, über 100.000 sogar! Geil! 150.000! Batterien haben gut Geld gegeben. Hier, das ist ein bisschen, ja, nicht so viel. Ein bisschen beim Sammeln und dann halt hier. Käse hat halt gut was gerissen. 14, also 15.000 fast nur für Käse. Und 27.000 große Milch hat gut gerissen und die großen Eier haben noch ein bisschen was gemacht. Ja, nice. Mal eben 150.000 an einem Tag. Und das im Winter. Ohne Trüffel. Nicht schlecht. Obligatorisches Kalender gucken, wie immer. So, wieder ein paar Zentimeter Schnee. Wahrsager. Heute gut drauf. Hey, riecht das hier? Ich habe hier Frühstück gemacht. Ey, Bro, geil. Wir haben die Vereine zu unterstützen. Ja. Ich kann wieder weg. Komm, ich esse auch noch mal dein Brot, was du mir gemacht hast. Das wäre jetzt so süß, wenn da jetzt noch ein Herzchen bei ihr drüber kommen würde, weil sie gesehen hat, dass ich das gegessen habe. So, wir haben wieder ein bisschen Maissaft. Hallo, nimm das, danke. Und dann würde ich so, gucken wir mal Preise wären. Nein, nicht essen, so, da drauf. Ich gebe es langsam auf, dass die drei jemals fertig werden. Ach, weißt du was? Komm. Wir kriegen den Ball sogar noch wieder raus. Geil. Ich hätte gedacht. Hallo? So. Ich möchte aber lila Qualität bitte haben. Ach so, den kriegen wir. Aha, den können wir rausnehmen, hat er eine goldene Qualität. Und weil er vorher null Qualität hat, wird er irgendwann Silber, dann Gold. Und je länger wir ihn drin lassen, desto besser. Ah, und da lila die Obergrenze ist, kann er da nicht weiterkommen. Ich verstehe. Clever gemacht. Was wollte ich denn heute machen jetzt? Ja. Wir haben Samstag. Ich wollte auf jeden Fall hier nochmal die Dinger rausholen. Sieht auch wieder so ein bisschen aus wie Lutschbonbons. Sogar schon die ja, Käschen. Die Regionbaren wieder behalten. Wie viel Platz wir jetzt hier vorne haben. Geil. Wir haben in Anführungszeichen nur 30. Können wir später mal verkaufen. Was wollte ich denn jetzt gemacht haben? Mann, ey, das habe ich wieder vergessen. Geister waren gut drauf. Ja, gut, wir könnten in die Schädelhöhle. Ja, aber gut, ist jetzt.
Na komm. Komm, wir gehen in die Schellhöhle. Jetzt immer nur zu verschlafen ist auch kacke. Ach, dann können wir ja eben nochmal. Weißt du was? Dann mache ich nochmal eben kurz den kleinen Rundgang. Läuft sie nach oben? Nein, schade. Ich dachte, sie würde oben noch zum Schleimi gehen. So, nehmen wir immer noch kurz die Sachen hier auf. Nur ein kleines Ei. Pute. Dörteback. Aber sie haben alle immer noch maximale Herzenanzahl. Okay. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es dann doch noch eine weitere Aufnahmesession geben wird. Wenn ich mir nämlich die Zeit angucke, wir haben schon wieder fortgeschrittene Zeit und wenn wir jetzt nochmal wieder in die Schädenhöhle gehen, ich würde halt ganz gerne noch einmal den Nachtmarkt mitmachen und wir haben ja jetzt ein Kind auf den Weg gebracht, also dann werden wir das auf jeden Fall noch zu Gesicht bekommen. Vielleicht werden wir dann sogar noch die Legende auch einmal fangen. Ich weiß es nicht. Und ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Also so ist es ja nicht. Ne? Ist jetzt nicht am Ende. Also keine Angst, liebe Freunde. Okay, dann einmal hier über die beiden Milchs reinwerfen. Und die ganzen Eier reinwerfen. Wolle brauche ich jetzt. Kann ich so besser verkaufen. Also dann nehmen wir natürlich ein bisschen was zu essen mit. Halt in erster Linie die Tonikums. Wir haben, glaube ich, kein. Plus 1 Geschwindigkeit. Paprika-Popper und Supermahlzeit. Nehmen wir so eine Supermahlzeit mit. Haben wir dann sowas mit Geschwindigkeit plus? Nee, leider nicht. Schade. Finde es immer ganz nice, wenn wir dann ein bisschen schneller unterwegs sind. Würmchen lasse ich mal. Wie ist das eigentlich? Artefakte. Das hier fehlt uns noch, das hier fehlt uns noch und das hier fehlt uns tatsächlich noch. Mineralien, da fehlen uns sogar noch zwei. Konstruktionen. Haben wir gefunden, zwei. Also uns fehlen noch zwei Mineralien und drei Artefakte. Krass. Dann nehme ich die Sachen trotzdem noch mit hier. Vielleicht haben wir ja mal irgendwie Glück. Irgendwie. So, ne, muss ich gar nicht hier oben hin. Mal die Wüste bitte, danke. Ein seltenes Bild der Sonne. Natürlich gemischte Saat. Schon lange nicht mehr gehabt. Dann bitte einmal Supermahlzeit zu dir nehmen. Merci beaucoup. Und ja, rein theoretisch. Geht es eigentlich nicht darum, hier keine Ahnung, welche ganzen Mineralien zu sammeln? Dann lieber ein bisschen runter. Monster nehme ich gerne mit. Und ich möchte ganz gerne die Geoden haben. So, und die haben bestimmt irgendwie die Chance, noch mal zu droppen. Natürlich.
Sonst ist hier nichts mehr. Ja, von oben kann man gerade. Au. Eine relativ kleine, überschaubare Ecke. Jetzt schon direkt runter. So, Iridiumerz kriege ich da wo raus, aber nicht das, was ich eigentlich haben möchte, nämlich so ein paar Omni-Gioden. Eigentlich, ich weiß immer noch nicht, wie die ganzen Gioden funktionieren, aber ich glaube, Omni-Gioden müssten eigentlich eigentlich alles droppen können. So, wir hatten, glaube ich, da oben sogar eine Leiter schon gehabt. Ja. Oh, ne. Ja, doch, danke. Ich danke. 7 Minuten runtergefallen. Komm, ich nehme so sicher nochmal eben Energietonikum. Eine überschaubare Ebene. Natürlich. Danke, bitte, tschüss. Oh nein, naja, ich habe die Scheibe ganz verliebt. Ich habe es immer noch nicht raus, dass ich mich nicht auf die Schleime konzentrieren brauche, weil die mir einfach nichts tun können. So einfach aus Effekt ist das Ganze, dass ich die immer trotzdem versuche abzuwehren. So, ich habe wieder sehr viel hier auf der Ebene gefunden. Hier haben wir ein paar Höhlenkarotten. Haben wir schon wieder so viele verkauft. Es ist wichtig, dass wir. Hallo? Mann, danke. Dass wir ein paar neue finden. Kann man nicht auch so einen Charmeurring für die Drachen nehmen? Einen ganzen Haufen Harz und Schleim kriegen wir immer raus, aber. Smaragd wieder. Oh nein, unsere Wirkung hat nachgelassen. So ein Mist. Ja, Omni-Giode. Unsere erste heute. Ja. Wenn er jetzt schon 10 stände, dann wäre ich irgendwie glücklicher. Oh, doch. Ich mag Löcher. 5 Ebenen runtergefallen. So gebracht hat uns bisher noch nichts. Drei Drachen auf einmal. Eieiei, Schleimies. So, Energietonikum nehme ich gerade nochmal zu mir. Sicher ist sicher. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ah ja, einen violetten Pilz. Wieder sowas hier. Der einzige Grund, warum ich das kaputt haue, ist eigentlich mehr, da könnte ein Loch drunter sein. Au. Och, wollt ihr mich denn verarschen? Ja, ein bisschen Kohle. Das ist okay. Kohle nehme ich gern mit. Schattenessenzen wir schon haben müssen jetzt insgesamt.
Oh, Dankeschön. Sehr freundlich. So, ein Diamant. Ja, nice. Dann kriegen wir so eine komische Spirale. Vielleicht muss ich ja nicht bis nach dem ganzen in die Mitte. Oh. Was habe ich gesagt? Dich. Und da ist wahrscheinlich die nächste Treppe nach unten. Das fluppt doch wie geschnitten Brot. Jawohl, ein witziger Aal, geil. Den habe ich die ganze Zeit drauf spekuliert. Ist doch irgendwie so Geschwindigkeit plus 5 oder so? Ja, natürlich geil. Wenn wir da hier durchrennen würden wie Flash, wäre natürlich schon extrem nice. Hier ist nix, hier ist auch nix. Unten ist doch noch ein Schleim. Jawohl. Oh, meine Leiter. Oh, danke. Also heute haben wir echt Glück mit Leiter, muss ich ja sagen. Oh, die Jode, geil. Wenn wir da auch noch mehr mit Glück mit hätten, dann wäre es doch besser. Es läuft. Perfekt. Zack. Zack. Hallo. So. Ich will die Leiter. Mensch, was ist da los? Au. War jetzt nicht ganz so geplant. Wie schnell wir mit dem Schwert sind, das ist voll geil. So, der hat sogar zwei Schattenessenzen dabei. Was ist das denn hier für eine Ebene? Diamant droppt ja einfach mal. Ja, wenn ich es nicht besser wissen, würde ich sagen, wir haben heute sogar mega Glück. Und heute habe ich natürlich mal das Ding vergessen, womit wir uns nach Hause teleportieren können. Ih, was ist das denn? Ein Krabbenkuchen. Hat er gedroppt. War es eine eklige, komische Krabbe gewesen. Leiter haben wir bislang noch nicht gefunden. Müssen wir tatsächlich doch mal etwas länger für eine Leiter suchen. Erstaunlich. So, da haben wir sie schon. Noch nie, da gibt es auch nochmal oben drauf. So. So, ein bisschen Iridiumerz. Aber irgendwie eine Leiter oder was haben wir noch nicht gehabt jetzt? Hau ab. Da hinten sind doch ein paar Haufen Kisten. Das finde ich auch sehr nice. Hier.
kann ich was mit aufnehmen. Dann nehmen wir hier den kleinen Schifftolle weg. Bringt eh kein Geld. Eigentlich komisch, aber egal. Wir müssen uns langsam auf den Hauseweg machen, tatsächlich. Dabei läuft es doch so gut. Ich bin eben nur 36. Mann, 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 Mann. Achso, wir haben ja hier schon eine Leiter gehabt. Ugh. So, komm, nehme ich das Ding hier noch mit. Ja, weiß er was, ciao. Juti, ja, war doch. Also ich glaube, so einen erfolgreichen Trip hatten wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also abgesehen mal von dem Rush-Trip, wo wir bis auf Ebene 100 runtergemusst sind, hatten wir, glaube ich, noch nicht wirklich so einen erfolgreichen Run. So, ein treues Pferd wartet geduldig auf deine Rückkehr. Wenn das mir jedes Pferd so machen würde. Alles klar. So, wir haben eine billige Hasenfote. Diamanten können weg. Die können weg. Die können weg. Was haben wir noch so alles? Die können rein theoretisch weg. Jo. Drück auf hier gemischte Saat. Hier kommen die Geoden rein. Müssen wir beim nächsten Mal, wenn wir viel Glück haben, mal aufknacken. Kommen Krabbenkuchen, ein Haufen Erze oder zumindest Dinge, die hier reinkommen. Nein, Schattenessenzen nicht. Schattenessenzen kommen nämlich hier rein. 445, ja, können wir rein theoretisch auch mal ein paar verkaufen. Und ein paar Bomben noch, die wir über haben. So. Jetzt habe ich draußen, das hat mich natürlich noch wieder gestört. So. Nehmen wir mit. Ich müsste eigentlich noch mal einen kleinen Weg zum Brunnen hin machen. Das wird wahrscheinlich wird schicker aussehen. So, Schatzi, die ist schon am Schlafen. Hast du heute alles erledigt, Kippen ab? Ich habe mir nämlich um eine Pause bringen können, aber jetzt bin ich so kaputt. Sag mir, wenn du schlafen gehen willst. Bist du schon am Schlafen? Ja, was sagt denn dort das Finanzamt? Finanzamt sagt ganz viel Steuern zahlen. 8.973. Der Harvey hat heute Geburtstag und wir haben wieder Sonntag. Also ich würde dem Pierre wieder was schenken. Warum nicht? So, natürlich wird es wieder schneien, wie immer. Und Wahrsager sind sehr glücklich. Nice. Meine Haut fühlt sich bei diesem Wetter so trocken an. Ja. Voll auf diese Instanz. Ich bin so ein Küsschen zugeworfen. Okay. Ja, dann verziehen wir nochmal so die tägliche Hausarbeit, wollte ich schon sagen. Der Markt beginnt gratis Kaffee. Ja gut, okay, das wissen wir ja schon. So, einmal Ei, zweimal Ei, dreimal Ei, viermal Ei, fünfmal Ei, sechsmal Ei. Das war bestimmt Schnupfen, die Geräusche gemacht hat, weil er die Nase zu sitzen hat. So, und auch hier ein bisschen Milch zum Mitnehmen. Milchtankstelle. Eigentlich müssten wir uns nochmal eine Kuh holen und die Milky Way nennen. Gut, so. Natürlich wieder 5. Warum immer
fucking 5. Und ich wette, wenn ich anfange, hier ein fünftes Ding hinzubauen, kriege ich immer 6. Ist so immer so. Muss ich wegen diesem einen Ding wieder warten. Ah. Apropos, heute ist der fahrende Händler wieder da. Müssen wir auf jeden Fall nochmal vorbei. Komm schon. Danke. Einmal. Okay. So viel dazu. Dann kommt die Dinger hier rein, das hier, das hier. Okay. Ja, mittlerweile geht das ja relativ flott hier. Einfach um die Sachen reinwerfen, gar nicht erst groß aufheben. Wofür auch? Wir haben so viel. So. Kaffee kommt ja auch noch rein. So. Einen wunderschönen guten Abend an die, die dazugekommen sind. Ja, was bringe ich dem Pierre denn mal mit? Ach komm, der kriegt nochmal wieder hier so ein leckeres Sternenfruchtwein. Ein Franzose braucht Wein. Machen wir das mal, komm, machen wir das als erstes. Man sollte die Hoffnung niemals aufgeben. Und bevor ich da hinlaufe, sollte ich vielleicht nochmal eben schnell die Geoden einpacken. Dann kann ich das nämlich direkt verbinden miteinander. Gewohnt, so wenig Dionen zu haben. Normalerweise rennen wir erst wieder hin, wenn wir so 20, 25 Stück haben, aber ich will unbedingt dieses Marmor haben. Moment. So, es gibt immer gewisse Prinzipien, die muss man einhalten. Na, natürlich eine Kack-Winterwurzel. So. Bring mir Glück. Marmor, bitte Marmor. Geil. Stein. Das ist kein Marmor, das ist ein Speckstein. Natürlich, so sieht er auch aus. Hatten wir aber schon mal. Geil, nochmal Steine. Wir haben heute übrigens sehr viel Glück, möchte ich nochmal betonen. Ein Drachenei? Donnerei. Schade. Ja. Wie gewonnen, so zerronnen. Moin Pam! Achso, ja, die. Wir können noch mal kurz gucken, die Quests gibt es auch noch wieder was. Suche Höhlenkarotte. Jo. Kriegen wir hin. So, bitte schon, komm schon. Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Wie lange braucht der denn, bis er auf 10 Herzen kommt? Du kommst hier nicht rein, das ist nicht für alte Menschen. Hey, hören Sie mal, Mister! Unverschämtheit, diese alten Menschen von heute. Später wird alles anders. Sagen die jungen Leute. Dann nehmen wir noch mal kurz eine Höhlenkarotte aus unserem Repertoire. Wer wollte die denn haben? Jody? Ja. Einfach angenommen, ich habe nur gesehen, suche Höhlenkarotte. Das hat mir schon gereicht. Ah, natürlich wieder hier ein bisschen Sternfruchtgelee. Höhlenkarotten sind hier, glaube ich. Ja, okay. Ach, Moment. Kann ich mal direkt eben die Sachen hier ablegen, die ich ablegen kann, die Sinn machen abzulegen. Die Sachen kann ich nochmal reinpacken. Und die Rest verkaufe ich einfach. So, das hier kommt weg. Genauso wie das Gelee. Die Samen kommen hier rein, dann haben wir das. Alles klar. Na,
einmal kurz bei der Jody vorbei und anschließend nochmal beim fahrenden Händler gucken, ob der endlich die seltene Saat hat, die wir so lange schon brauchen. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja. Ist denn die Jody zu Hause? Fragezeichen. Nö. Ich weiß nicht, welches letzte Mal nach der Jody gesucht habe, aber wichtig ist, dass genau dann, wenn ich sie mal brauche, sie nicht zu Hause ist. Ach nee, heute ist Sonntag, die sind ja in der Kirche. Gut, dann bringen wir eben die Höhlenkarotte in der Kirche vorbei. So, Mutter und Tochter unterhalten sich wieder miteinander. So, bitteschön. Ich gefragt habe, ja, ich bin in Mühe. Geil, 75. Die haben es, die reißen es jetzt richtig raus. Also hätten wir diese 75 nicht generiert, glaub mir, die wären uns später auf Füße gefallen. Und so kann ich sagen, wisst ihr noch, als wir damals die 75 Gold von der Jody bekommen haben für die Höhlenkarotte, wäre das nicht gewesen, Leute. Ich wüsste nicht, was wir heute machen würden. Warum hat die eigentlich so einen komischen Schornstein? Fällt mir jetzt erst auf. Und was ist das für eine grüne Suppe da überhaupt drunter? Ihhh. Ich möchte nicht wissen, was das Haus für Gase ausstößt. So, mein Gott. Ganz ehrlich, die ist es nicht mal wert zu verkaufen. So, bitte wünsch mir Glück. Ich höre langsam Omelette, Tulpen, Spaghetti und Karotte. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, seltene Saaten zu bekommen? Frittierten Tintenfisch. Ist das so? Ja, geil, danke für den Tipp. Dann können wir ihn, ich glaube, wir müssen sogar noch den frittierten Tintenfisch haben. Lieber The Way 45, besten Dank dafür. Ich guck mal eben. Wir haben ihm zwar jetzt schon was geschenkt, aber das kann man ja noch wieder korrigieren. Ich glaube, frittierten Tintenfisch habe ich tatsächlich im Moment nicht. Wahrscheinlich brauchen wir für frittierten Tintenfisch Tintenfisch. Was ist er denn? Da. Ne, das ist gebratener Tintenfisch. Ich nehme an, du meinst gebratenen Tintenfisch. Jedenfalls brauchen wir dafür dann halt den Tintenfisch. Oder gibt es hier noch einen frittierten Tintenfisch? Aber müsste dann der gebratene eigentlich sein. Okay, gebratener Tintenfisch. Können wir nochmal. Ein Tintenfisch. Jetzt ist das so wie Tintenfische, die gibt es ja nicht ganz so oft. Wie viel habe ich denn von denen noch? Zwei. Und dann können wir mal einen gebratenen Tintenfisch machen. Vielleicht reicht das ja. Ich meine, wir haben ihn ja schon auf 9 Herzen. So ist es ja nicht. Hasenfüße? Ja, ich hätte noch was sagen können, bevor ich den gebratenen Tintenfisch gemacht habe. Da habe ich noch mehr als genug hiervon. Da habe ich sogar schon welche verkauft, weil ich zu viele hatte. Ah ja, gut, okay. Ist egal, ist egal. Gut, gibt es eine Möglichkeit, seltene Saaten zu bekommen, außer vom fahrenden Händler? Fragezeichen. Und Marmor brauchen wir noch für dieses Ding. Aus Empöring. Achso, ich könnte mal eben wieder hier oben in meine Höhle gucken. Da bin ich bestimmt schon seit Jahrzehnten nicht mehr drin gewesen, gefühlt. Ja, wir waren hier schon ein bisschen eine Weile nicht mehr. Die Legende von Pilz und Pflaume macht wieder die Runde. Aber wie ruhig das auch bei dem einfach ist. Ich meine, der wohnt auf dem Bauernhof und außer die Schritte und den Wind hört man nichts.
So, jetzt ist die Frage, was können wir, Entschuldigung, bin ich ins Mikrofon gekommen, was können wir am besten jetzt noch machen? Wir könnten... Sollen wir schon wieder etwas früher schlafen gehen? Ich glaube, ich gehe etwas früher schlafen. Dann haben wir nämlich morgen endlich den Nachtmarkt, weil Fischen macht keinen Sinn, in die Höhle macht keinen Sinn. Wir haben alles, was wir brauchen. Das habe ich übrigens von der Lea bekommen, Schatz. Oh, ich bin nicht gelangweilt. Ich genieße nur, was wir hier haben. Tja, ich sage, das habe ich von der Lea bekommen. Es ist ein einfaches Leben, aber ich mag es. Oh. Wie sie sich lieb haben, die beiden. Okay, komm, ich geh pennen. Back, back, back. Ich find's nach wie vor so erschreckend, wie wenig man für solche Mineralien bekommt. Traurig, aber wahr. So, ja, sag mal, geil. Dann können wir nochmal die Meerjungfrauen-Show sehen, beziehungsweise dann noch die Reihenfolge da aktivieren. Dann kriegen wir wahrscheinlich wieder irgend so ein Stehrümpchen oder sowas. Morgen wird klares Wetter, Wahrsager. Heute sehr, wir haben heute fast nur sehr glücklich. Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Erst dieses Glück in der Schädelhöhle. Schädelhöhle doch. Dann kriegen wir immer nur ganz viel Glück. Wir haben alle Fische gefangen, die wir brauchten. Bis eben auf die Legende, aber die können wir erst den Frühling holen. Ja, also, könnte nicht besser sein. Was haben wir denn hier? Ich habe mich echt langweilig. Ja, dann komm. Warum kommst du uns nicht mal besuchen? Weißt du, die schicken alles immer mit der Post und sagen, ja, komm doch mal vorbei, mach doch mal hier und da. Anstatt, dass sie einfach mal selber vorbeikommen. Das fehlt übrigens in diesem Spiel noch. Also, es wäre schön... Gut, ich meine, manchmal kommen mir die Leute auf den Hof vorbei, aber ich fände es sogar echt schön, wenn die einfach mal so vorbeikommen. Oder sich auch mal mit meiner Frau unterhalten, solche Sachen. Jetzt habe ich das versehentlich gestreichelt im Vorbeigehen. Was? Haben wir bei... Ist nichts fertig, was ist das denn? Sachen wieder rausnehmen. Gut, haben wir nicht viele Eier? Die Sachen kann man dann verkaufen. Bis auf den Käse. Der muss noch ein wenig reifen. Dann bringen wir dem Pierre den gebackenen Tintenfisch mal vorbei, damit wir den weg haben. Ach, der macht ja erst um 9 Uhr auf. Buschmannhof. Mit Sauerwasserfasserrohre, Bruchbude. Warum steht da immer noch Bruchbude anstatt... Laden von der Hutmaus oder sowas. Ich wusste bis jetzt gerade noch nicht mal, dass es Stardew Valley auch für Konsole gibt. Ist das so? Also ich habe diesen Multiplayer habe ich ja noch nie gespielt. Ich kenne es halt immer nur so vom Hörensagen. Warum kann der schon rein und ich nicht? Bin ich nicht dein Premium-Kunde, Pierre? Bin ich nicht der, der den meisten Umsatz bei dir macht? Und der Gast darf einfach schon 10 Minuten früher in deinen Laden. Das nehme ich als persönlichen Angriff. Ich rufe dazu auf, Pierres Laden zu boykottieren. Kauft bei Joja! So, mein Lieblingstier, danke dir. Ja, und ey, jetzt haben wir nämlich alle auf 10 Herzen. Ja, schließlich Pierre. Beziehungsweise bis auf die komischen Typis, die wir nur auf 8 Herzen kriegen können.
Ja, nice. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und ja, was machen wir denn jetzt, bis wir den Tag rumzukriegen? Wir haben heute wieder sehr viel Glück. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Schädelhöhle. Ja, eventuell wäre das was für eine zweite Staffel. Eventuell. Huch, hallo Schatz. Schatz, darf ich rein? Weg ist er. Aber die zweite Staffel wird, das hatte ich vorhin schon mal thematisiert, wird vorerst noch nicht kommen. Zum einen, weil wir jetzt gerade die erste Staffel kurz vorm Abschluss haben. Zum anderen, weil halt noch viele andere Projekte anstehen. Schatzi, wo gehst du hin? Was machst du? Verlass mich nicht. Wer repariert denn sonst meine Zäune? Also wir haben von den Fischen alle bis auf die Legende. Also im Endeffekt, wir haben sowieso alles in diesem Spiel. Wir haben sämtliche Secrets gefunden, wir haben sämtliche anderen Thematiken. Und ich möchte betonen, bis auf die heutige Session, alles ohne Mithilfe des Internets. So, gehen wir mal hier rein. Ich hätte ganz gerne mal... Alter! Meine Güte! Wir so überraschen müssen. Zack, 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 zack. Ich fühle mich so langsam ohne meinen Geschwindigkeitsboost. Und vor allem, ich möchte wieder direkt die Leitern finden, so wie gerade. Das war richtig nice. Vor allem unten kommen mal interessante Viecher auch. Diese Riesenfledermäuse und diese komischen Krabben oder was das da waren. Und leider auch immer noch diese blöden Drachen hier. Bom, bom. Nice. Nehmen wir doch gerne. Oh. Was vernehmen meine Augen? Auf jeden Fall was Schöneres als meine Ohren. Den Rubin möchte ich haben. Geh weg, geh weg. Unsere knapp 500 Schattenessenzen, die wir zu Hause haben. Stirbt! Slimies. So. Ich liebe einfach unseren Charmeurring. Ich schmuse ein bisschen. Ja! Voll geil, das Ding. Da wollen wir eben so ein bisschen mit so einem Schleim schmusen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ja, ein Omnigur, geil. Vielleicht haben wir dann diesmal Marmor drin. Die Marmorfeuerschale, das letzte Ding, was wir noch bauen müssen. Danach haben wir alles in diesem Spiel gebaut. Louis Unterhose im Fest, wo man Sachen präsentiert. Das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Aber die Unterhose hat man ja so gesehen, wenn man die Quest abgegeben hat, sowieso hat man ja nicht mehr im Inventar. Aber mal so eine, mal gefragt, was passiert denn dann? Das ist sogar mal zur Abwechslung ein Secret, was ich nicht kenne. Aber sicherlich interessant, keine Frage. Alter, was ist hier? 50 Millionen Steine. Gut, dann bin ich davon ausgegangen, dass ich alle Secrets gefunden hatte. Aber wie es scheint, gibt es noch Secrets, von denen ich noch nichts wusste. Oh, hier ist eine Bombe, das wäre geil. Aber leider
Habe ich keine. Acht Ebenen runtergefallen. Was ist das denn gerade? Man gewinnt automatisch den ersten Preis. Ja, geil. Ich meine, ich hatte sowieso nie das Problem, dass ich hier nicht gewonnen habe, aber... Ist sowieso, wenn man den einmal gewonnen hat, ist das dann ja eh egal, weil die sagenhaften 1000 Gold, die man bei einem erneuten Sieg bekommt, was ist hier eigentlich los? Mein Gott. Eigentlich hätte ich die alle auf einen Haufen triggern müssen und dann erst angreifen. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen Zeit gespart. Kommt mal mit hier, Schleimis. Hallo. Na gut. Ich schlag's halt immer auseinander, das ist das Problem. Dass sie auch so wahnsinnig viele Schläge brauchen, das ist... Oh. So, der nächste bitte. Mein Gott, wie... So, letzter. Gott sei Dank. Oh, ich sehe gerade, ich sollte mal vielleicht ein Tonikum reinwerfen, so rein zur Sicherheit. So, dann haben wir wieder hier einen Topar. Hallo? Nein, das. Und schon wieder kein. Also wir haben diesmal nicht ganz so viel Glück. Ich meine, wir haben jetzt auch schon wieder Ebene 21 erreicht, dadurch, dass wir halt zweimal Löcher gefunden haben. Jetzt finden wir schon wieder nichts. Ja, gib es doch nicht. Wir weiter. Oh, keine kleinen Schleimis, schade. Yay, yeah, warum geil. Ciao. So, da ist auch schon gleich die nächste Leiter. Nachtmagazin geöffnet. Nice. Dann würde ich sagen, komm, du gehst noch mit. Die Eisenerz interessiert mich nicht. Dann fahren wir doch mal zurück und schauen, was es heute oder dies Jahr so schön auf dem Nachtmarkt gibt. Vielleicht kriegen wir da ja unsere seltene Saat, wer weiß. Der fahrende Händler hat da ja auch einen Stand. G. Bock fragt sich, wo du warst. So, Remini. Oh ne, schon wieder so blöde Stiefel, die wir verkaufen müssen. Das kann hier rein, da brauche ich nicht. Wir haben einige Jode gefunden. Bin schwer begeistert. Moment. Komische gemischte Saat. Hallo Schatz. Es war nett, an den Ort zu sehen. Hattest du einen guten Tag, Liebling? Na, geht so. Hatten heute nicht ganz so viel Glück in der Schädelhöhle. Obwohl wir mehr Glück haben oder gehabt haben als an dem beim letzten Mal, wo wir drin waren. Hier ein bisschen, hier das kommt hier rein, der Harz kommt hier rein. So, und dann hier, das 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 hier. Ein bisschen Monster-Loot und die Höhlenkarotte.
Karotten. Alles klar.